Ein Frühzeitiger und schneller, wenn auch riskanter Boxenstopp, kann einem Fahrer helfen, die Probleme überholen. Aha, okay. Du hast niemand undercut. So. Gucken, was die sagen. Machen wir hier mal. Kohle habe ich gemacht. Weather cleared. Okay. Aber Weber fährt er eigentlich in der LMP1 oder LMP2? LMP1 mit dem LMP1 Fahrzeug. So. Warten wir, bis das hier fertig simuliert hat. Jo. Sechs Nachrichten. Update zum Fahrzeugzustand. Nur 12 Stunden. Fragen beantworten. Gut, Marktfähigkeit hat sich gesteigert durch die Aussage. Boxenmannschaft, kein Fehler. Hart erkämpfter Sieg für Denda. So. Der ist noch besser, der Ben. Und erstmal. Ach ne, wir müssen hinten noch den hier auswechseln. Oh Gott, der ist schlecht. Der war eigentlich ja für Helber eingedacht. Den hatte ich ja bloß mal ausnahmsweise dorthin gesetzt. Ah, wieder was verpasst. Was steht hier? Fahrzeug beendet. Das ist gut. Wie sieht's aus? Headquarter wird noch gebaut. Hier, Teile verbessern. Ach komm. Ich versuche nicht abzustimmen. Oder ich gebe eine Stimme ab, jetzt bei dieser Abstimmung. Da habe ich doch immer noch zwei für nächstes Jahr. Weil ich hoffe, dass ich aufsteige. Ich gehe noch davon aus, aufzusteigen. Finanzen. Fuck. Ich habe schon Zusatzzahlungen bekommen. Fuck. Drei Rennen noch, ein Rennen noch, Capri-Sonne. Colgate noch 3 Rennen, 3 Rennen, 3 Rennen, 3 Rennen. Nick Heidfeld hat eine zu schlechte Marktfähigkeit, das ist beschissen. Das ist echt kacke. Da ist die Team-Marktfähigkeit so weit unten. Und politisches. Nee, nee, nee. Gegen, glaube ich. Für mich bringt das eigentlich nichts. In Ach, ich bleib bei enthalten. Ich bin im Mittelfeld. Für mich macht das eigentlich nichts aus. Direkt zum Ende, bitte. Ah, okay. Da hätte meine Stimme nicht mehr ausgemacht, okay. So schnell wie möglich hier rauskommen. Aus der Liga.
Ich mache nichts mehr am Auto. Das muss jetzt so bleiben. Das ist, bleibt alles so, wie es ist. Mal Regelübersicht. Schließen. Formel 2. Nächste Regeln. Aktuelle Regeln. Regeln fürs nächste Jahr. Wechsel vom Dubai einheitlicher Heckflügel. Das ist gut. Das ist richtig gut. Senkt erheblich. Bloß top für die normale profillose Reifen. Was gibt's hier? 20.000. Nachtanken mit 80 Kilogramm Treibstoff nur. Leistungsboni. Und Bonuszahlen bei Beförderung. Kriegt 10 Millionen noch. Wunderbar. Haben sie am Ende abgeschafft. Weiter. Das ist in Ordnung, würde ich sagen, für mich. Ui, Bericht zum anstehenden Rennen. Verbesserung. Was? Verbesserung abgeschlossen. Nachrichten. Teammeisterschaft Update. Damit liegen wir über und das ist ausgezeichnet. Weiter so. Rio de Janeiro. Aston Martin. Hohe Geschwindigkeit. Okay. Ich kann nicht investieren und investieren und investieren. Einen Tag vor dem Rennen. Oh, Mailand und Doha und was auch immer. Vettel gewinnt. Vettel ist damit Zweiter und hat nur noch 9 Punkte Rückstand auf Hamilton. Wie sieht es bei den Teams aus? Scuderia Ferrari auch noch knapp. Ist noch interessant, die Fahrerweltmeisterschaft. Und hier in der Formel 2 wird wohl Honda aufsteigen. Oder Toyota, also irgendein Team aus Japan. Weiter. Nachrichten. Personenschützer, Bodyguard. Beziehung zu Mechanikern. Wenn Chuck in der Nähe ist. Ich fühle mich sicherer, wenn Chuck in der Nähe ist. Jawohl. Kann raus. Die bleiben da drinne. Nehme ich rein. Keinen Bock eigentlich die Regel. So. Und die beiden Sachen mache ich noch. Rio de Janeiro. Eigentlich kurze Strecke. Jawohl. Konnte ich einen Teil einbauen? Heckflügel. Hoch erfreut, hoch erfreut. Ich weiß nicht, was mit denen los ist, ey. Der Heidfeld, der verkackt irgendwie. Wagen 2 ist, ja. Heidfeld. Ultra Soft, Soft, Intermediates. Ich denke mal, es wird regnen. In diesem Rennen. Das ist so ein bisschen Standard. Formel 3. Rio de Janeiro. Kurze Strecke, viel Vollgas. Wirklich was für Aston Martin. Und die F&E-Abteilung für Bremsen erlaubt Ihnen die Konstruktion von großartigen Bremsenkomponenten und erhöht die Bremsenwerte aller Fahrer jede Woche. Ja. Darum baue ich ja mein Getriebe aus. Das ist aktuell nicht das Beste. Und ja. Eigentlich möchte man schon eigentlich in der Saison mehr Geld in das Auto investieren. Oder in sein Headquarter, aber so viel Geld hat man ja gar nicht zur Verfügung. Echt traurig. Ich bräuchte hier Serienwagenfertigung noch drinne. Für 60 Millionen. Millionen. Top, top. Habe ich hier eine Konfiguration? Qualifying, BMW, Vancouver, Kapstadt. Verdammt.
Kapstadt habe ich jetzt zwei. Super. Mann. Alles an die Grenzen. Halt. Komm, 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 Outlap, Inlap. Sind ja fast rum. Boah. Sehr schlecht. Oh Mann. So, dann müsste es auf alle Fälle viel härter haben. Viel mehr Abtrieb. So. Weiter. Gut, gut, okay. Boah. Also möchtest du es kürzer übersetzt haben? Ich lasse das mal. Mach das mal so. Gucken wir eher fertig. Halt für das eher fertig, so ja, gleich da. Jo. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Das war nicht schlecht. Ein Hauch noch. Ich habe keine Ahnung gerade. Ich habe in München die Konfiguration nicht gespeichert. Komm, Heidfeld. Hervorragend, hervorragend gut. Ich nutze einfach die hier. Und drin. Drei Runden. Ja.
anstrengend. Mann, 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 das ist echt bitterlich. Perfekt. Immerhin, ja, 95% reicht. Drin. Da macht er schon Rennen drin. Ultra weich. Braucht man nicht mehr. Runden soft. Keine neueste Runde gefahren bis jetzt. 10, ja, okay. Ist zufrieden mit seinem Setup. Ach komm, renn drin. Lass es funktionieren. Letzte Minute. Renn drin werde ich hinbekommen. Weich, sehr weiche Reifen wird knapp. Heidfeld kommt nochmal über die Ziellinie. Der macht da ein bisschen was für die sehr weichen Reifen. Oh ja, habe ich auch noch hinbekommen. Yes! Wie man sich über sowas freuen kann. Ist auch gut. Jawohl. So, auf Viere und Fünfe mit den sehr weichen Reifen. Nicht mit den Ultrasofts, sondern mit den Supersofts, aber das haben auch zwei vor uns geschafft. Jetzt haben wir eine gute Rundenzeit hinbekommen. Für die Punkte. Komm. Braucht kein Intro. Automatisch. Ja. Automatisch. Bist du doof? Quali.